Die biologische Vielfalt oder auch Biodiversität beschreibt die gesamte Vielfalt an Leben auf der Erde und ihre Zusammenhänge. Dazu gehören alle Lebewesen, Ökosysteme und Landschaften. Man kann sie sich in drei Ebenen vorstellen. Einerseits die Vielfalt der Lebensgemeinschaften, die Vielfalt der Arten und aber auch innerhalb der Arten, also auf genetischer Ebene. Und unsere Kulturlandschaft mit ihren Wiesen, Streuobstwiesen und Hecken, die bildet einen Hotspot der Biodiversität. Und hier gilt das Motto Schützen durch Nützen, denn nur durch Nutzung kann man sie erhalten. Man kann sich die Biodiversität als großes Puzzle vorstellen und die vielen kleinen Teile, das sind die Arten und die Lebensgemeinschaften. Und jedes Puzzleteil ist miteinander eng verzahnt und bildet als Gesamtes ein großes, buntes Bild. Nimmt man eines dieser Teile heraus, dann kann kein anderes diesen Platz einnehmen. Und als sehr gutes Beispiel nehme ich jetzt die Biene her. Die Biene auf einer typischen Streuobstwiese gemeinsam mit 70 anderen Bienenarten hat nicht nur das Ganze, nicht nur während der Obstblüte, sondern natürlich das ganze Jahr über den Bedarf an Nahrung. Und so ist nicht nur der knorrige alte Apfel- oder Birnbaum wichtig, sondern auch die Wiese darunter, die das ganze Jahr über in ihrer Blütenpracht steht. Und ein Jackpot ist natürlich, wenn direkt daneben noch eine Hecke blüht oder der Waldrand sich findet und also im Gesamten ein buntes Bild ergibt. Unsere Naturpark-Gastgeberinnen sind Botschafter der Naturpark-Philosophie. Sie verbreiten das Bewusstsein für den Naturpark. Mit ihrem hohen Multiplikatorenwert sind Naturpark-Gastgeberinnen aktive Partner des Naturschutzes. Der Gast erfährt, dass er durch seinen Aufenthalt einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leistet. Natururlaube in einem der 7 steirischen Naturparke sind sehr beliebt. Unsere Gäste im Naturpark Böllertal schätzen vor allem den sanften Tourismus zu jeder Jahreszeit. Die Bewegung, die Erholung in der Natur, die verschiedensten Arten an Führungen, Verkostungen und Freizeitangebote sowie unsere frische Luft und unser gutes Wasser. Unsere Naturpark-Gastgeber bieten typisch regionale und saisonale Speisen und Getränke an. Hier kann der Gast wählen aus einer Vielzahl an Nächtigungsmöglichkeiten, vom gemütlichen Bauernhof bis zum 4-Sterne-Superior-Hotel. Die Naturparke ermöglichen den Schutz der Landschaft und ihrer Artenvielfalt und gleichzeitig einen erholsamen Urlaub. Aber nun kommen Sie mit auf die Reise zu unseren Naturpark-Gastgeberinnen, die sich nun einzeln vorstellen werden. Ein guter Tag beginnt mit einem guten Frühstück und ein gutes Frühstück beginnt mit guten Eiern aus unserer Piepshow. Und wie man hört, haben unsere Fachkräfte hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind hier mitten im Naturpark und haben natürlich die Biodiversität auch bei uns im Gastgarten versucht, möglichst kreativ umzusetzen. Über 30 Küchenkräuter warten deshalb hier auf ihren kulinarischen Einsatz. So, Kräuter, Schinken, Ei, alles dabei. Bei einem ausgiebigen Naturparkfrühstück kommt es aber natürlich nicht nur darauf an, dass alles gut ausschaut und dass man die Vielfalt sieht, sondern vor allem auch, dass man die Vielfalt schmeckt. Und dafür ist reichlich gesorgt. Und wenn nun dieses bunte Bild stimmt, dann werden wir belohnt durch kulinarische Besonderheiten, durch einen vielfältigen und artenreichen Ort, in dem man leben und sich erholen kann. Außerdem mit sehr guter Anpassung gegen den Klimawandel und
natürlich und zu guter Letzt, man kann auch mit Rücksicht von der Natur lernen. Und genau dieses Prinzip haben unsere Naturpark-Gastgeberinnen auch übernommen und lernen von der Natur, geben dieses Wissen weiter an ihre Gäste und arbeiten eng zusammen mit externen Biologinnen, die ihnen betriebliches Know-how geben und so in regionalen Netzwerken dieses Prinzip auch weitergeben können.